Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Der Urlaubschecker Frank hat ein neues Video von euch, und zwar von in der Nähe von Masalam, circa 90 Kilometer entfernt, das True Beach Resort und auch das True Beach Village. So, ich gehe jetzt mal voran. Und zwar neu erbaut der Village-Bereich. Und Village-Bereich ist der Erwachsenenbereich, der auch so weiter gehandhabt wird. Und der Beach-Bereich ist für Familien geeignet. Diejenigen, die im Village-Bereich sind, dürfen alle Restaurants und auch die Bars und so weiter auch im Beach-Bereich nutzen, nur umgekehrt nicht. So. Ja, wir haben heute den 20. Januar. Circa 15 Uhr, circa 25 Grad, Sonne pur, aber sehr windig. Jetzt mal eine Rezeption. Dieses Gebäude ist komplett neu gebaut. Very good. Fine, thank you. Very good. The first video from this hotel. Wallahi, very good to have some photo or some video. Yes. Yes, very nice. It's coming YouTube channel. Very good. Yes. Very good. So, jetzt gehen wir mal hier rüber, links vorbei. Hier ist die Rooftop Bar. Die ist hier oben auf dem Dach. Was ihr aber das erkennen könnt, ich glaube weniger. Aber die ist zurzeit auch noch zu. Der Sparbereich kommt hier drüben an. Da ist ein bisschen windig heute. Ich gehe aber nicht rein, sondern ich zeige euch das von außen. Hier ist ein kleiner Punkt, der aber zurzeit noch nicht beheizt ist. Das lohnt sich wirklich, wirklich toll gemacht, keine Frage. Jetzt nochmal von außen, ich drehe mich nochmal um. Jetzt seht ihr dann oben diese Rooftop-Bar. Eben zur Zeit wird die nicht genutzt, weil ich muss dazu sagen, die Auslastung liegt zurzeit im kompletten Resort höchstens bei 10%. Das ist also so gut wie nichts. Wir sind hier teilweise alleine. Oder ab heute sind wir sogar alleine im Village-Bereich. Die einzigsten beiden Personen aus Deutschland, aus Duisburg. So, hier links geht es zum Village-Bereich. Da gehe ich aber gleich runter. Ich will euch erstmal ein bisschen was vom normalen vom Familienbereich zeigen. Das Beach-Resort. Ist komplett neu saniert, nicht erbaut, sondern saniert. Sieht man den Zimmern oder den Häusern aber nicht an. Die sind wirklich sehr schön gemacht worden, auch innen drin sehr hochwertig verarbeitet und mit schönen Terrassen versehen. Also ist schon schön, kann man nicht anders sagen. Dann kommen wir hier zu einem kleineren Pool. Dieser ist beheizt, aber wie ihr seht, Sache, da ist jetzt 3 Uhr, hier ist kein Mensch. Eigentlich schade für diese tolle Anlage. Da hinten habt ihr noch eine Bar. Meine Frau liegt hier links, aber die lasse ich auch links liegen. Und ich gehe jetzt mal weiter. Dann habt ihr hier den größeren Pool, der ist aber nicht beheizt.
dementsprechend ja, arschkalt. Da habt ihr eine Bar da drüben. Wie ihr hier seht, sind noch schöne Liegen. Mit Auflagen sind hier alle neu. Schirm und so weiter. Aber auch durch den Wind braucht man hier keinen Schirm aufmachen. Der wird hier sowieso nicht lange überleben. Ihr seht hier noch diese kleine Insel. Das haben die wirklich sehr schön gemacht. Aber eben zurzeit ist nicht viel los. Sache, dieser ganze Bereich hier umfasst ca. 90 Zimmer und der Village-Bereich ca. um die 70. Tja, und das war es auch schon mit den Zimmern hier, weil das Hotel hat ja nur insgesamt 158 Zimmer. Die Palmen, die noch so eingepackt sind, das sind neu gesetzte, die ungefähr in einem Monat dann geöffnet werden. Die müssen erstmal Kraft gewinnen und nicht leicht durch den Wind, dass die Wedel zerstört werden. Ne? Ansonsten ist es halt sehr schön gemacht. Vielleicht noch für diejenigen, die es interessiert, ich gehe noch mal ein bisschen runter, ist dieser kleine Kinderbereich, der beheizt ist. Ich gehe mal runter. Also ist wirklich schade, ne? Wie Sie sehen, ist hier nichts an Gästen. Nur ein paar. Hier sind so Schilder, die einem zeigen, wo es lang geht. Gehe ich mal hier runter. Da ist auch vieles neu gemacht worden, eben saniert und viel neu gebaut worden. Der Pool ist, glaube ich, übernommen worden. Der war, aber die Insel an sich ist neu gemacht worden. Genauso wie mit den Duschen, die hier stehen. Auch sehr schön gemacht, das ist ja alles neu. Das ist der Kids-Bereich. Nicht sehr groß, aber ich glaube auch ausreichend. Können die Kids auch ein bisschen Spaß haben. Ja, mit Toiletten versehen und so weiter. Schon ganz schön gemacht. Ich gehe jetzt mal rüber in den Village-Bereich. Der liegt genau daneben. Ja. Man sieht auch noch, die ganzen Rasenflächen sind gerade erst neu verlegt worden. Muss ja erstmal alles anwachsen. Ja, ein bisschen Arbeit haben die ja noch. Also fertig ist das Hotel noch nicht komplett. Das kann man schon mal sagen. Viele Bewertungen, die gesagt haben, die Pools werden nicht beheizt und so weiter. Also die Pools im Village-Bereich sind alle beheizt. Komplett. Und besonders schön ist hinter der Infinity Pool, der zum Beispiel gestern fast eine Temperatur von 30 Grad hatte, was natürlich auch sehr schön ist. So, wir gehen jetzt in den Village-Bereich, also nur für Erwachsene. Aber die Erwachsenen dürfen natürlich drüben alles mitbenutzen, aber umgekehrt eben nicht. Und hier pfeift natürlich der Wind wieder ohne Ende. Da drüben, die Zimmer sind zum Beispiel noch nicht ganz fertig. Und laut meiner Kenntnis
sind wir nur noch jetzt die Einzigen, die diesen Bereich hier nutzen werden oder können und dürfen. Diese Wände, die ihr dazwischen vielleicht seht, das sind noch provisorische Stellwände, weil dahinter muss noch das Amphibien oder dieses Theater gebaut werden, was noch nicht fertig ist. Aber zurzeit eben Animation nicht besonders viel und wenn dann abends an der Bar, aber das ist ganz schön gemacht, diese tolle Bar, wo das Spaß macht. Mal rum. Wie man sieht, da wird noch gebohnert, alles vorbereitet. Er ist natürlich wieder mit dem Handy am Spielen. Was soll er auch den ganzen Tag machen? Wie geht's? Alles gut? Alles gut, alles gut. Ich mache gerade ein Video hier von eurer Anlage und die bei YouTube reingesetzt wird dann. Bis gleich. Ja, schöne Bar hier. Auch mit dem orientalischen Restaurant, was auch noch nicht zurzeit offen ist. Das wird hier auch irgendwann eröffnet. Ist schon alles fertig dafür, aber wegen der Auslastung eben noch nicht offen. So, hier ist der Infinity Pool. Da ist sehr schön warm. Und da seht ihr auch die Suiten oben mit der Rooftop, mit diesem Jacuzzi oben drauf. Und hier kommt ihr gleich zu den Mehrblickzimmern. Das ist die Rückseite, die teilweise auch noch nicht ganz fertig sind. Wie gesagt, die Pools sind alle beheizt. Und ich nehme euch jetzt mal mit in ein Zimmer, damit ihr seht, wie es aussieht. Man muss bedenken, hier die linke Seite, da werde ich nur was zu sagen, die liegt nur im Schatten. Komplett, den ganzen Tag. Im Sommer, wenn es knallheiß ist, vielleicht ganz schön. Aber jetzt, im Januar, Februar, März, ist das eigentlich nicht so prickelnd. Zum Beispiel die Schattenseite sind diese Zimmer 2621, 2617. Und 2721 bis 2715, ja, die nach oben, die Rooftop, ja, genau. Das sind die Zimmer, die alle im Schatten liegen und dahinter ist auch noch eine Häuserreihe, die liegt auch noch im Schatten und der Rest, der eben noch nicht ganz fertig ist, der liegt auf der Sonnenseite. Ist eigentlich schade, hätten wir gerne gehabt, aber... Yes! No, 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 I drew. No, no, it's good, yes, thank you. Eins muss ich auf jeden Fall sagen, alle Leute, die hier arbeiten, sind super nett. Also da gebe ich nichts. Der wird auf Deutsch gesagt, der Hintern nachgetragen. Wenn man irgendwelche Wünsche hat, die werden sofort erfüllt, soweit es geht. Und das passt schon. Noch zum WLAN, wenn jemand das interessiert. WLAN funktioniert hervorragend hier, auch am Strand. Kann man nicht meckern. Also ihr braucht nicht zusätzlich eine Karte holen. Und ja. So, da haben wir hier 2016-14. Mhm.
Halt aber so in die Straße. Von der Seite her. Ja, muss ja alles noch wachsen. Das ist ja eigentlich vor vielleicht ein paar Wochen ja alles gesetzt worden, vor 2-3 Wochen. Naja. Ihr bekommt eine Karte. So, dann gehen wir mal rein ins Zimmer. Das ist die Swim-Up Suite. Wir haben zwei Einzelbetten gebucht, das haben wir auch so bekommen. Große Betten, 1,30 x 2,10. Wunderbar. TV mit 4 deutschen Sendern in sehr guter Qualität. Und dann habe ich noch meinen Stick, meinen Prime Stick rein. Und dann kann man auch noch ein bisschen Netflix, Prime und so weiter gucken. Ist kein Problem. Geht wunderbar. So, rechts ein Kleiderschrank hier. Achso, ihr habt da noch die Minibar, die ist hier unten drunter. Zeige ich euch mal. Die ist also mit Wasser, Cola, Sprite gefüllt, kein Bier. Und die Schokolade haben wir mitgebracht, weil in Ägypten gibt es ja keine weiße Schokolade und da kann man dem mal eine Freude machen. Also die Kapselmaschine ist auch von uns. Die nehmen wir mal mit im Urlaub. So, dann kommen wir hier rein. Und das ist der Weg gleich zum Badezimmer. Ablagemöglichkeiten für die Koffer sind vollkommen da und vollkommen ausreichend. Auch genug Möglichkeiten, hier Sachen aufzuhängen. Ich sage hier auf der linken Seite und einmal auf der rechten mit dem Safe hat man genug Möglichkeiten. Jo, dann hat man ein Waschbecken. Alles sehr schön gemacht, ne? Eben alles nagelneu mit den zwei Lämpchen da oben. Die Dusche, Regendusche, kleine Dusche. Ja, Toilette, man hört den Abzug, aber ja, eben Toilette. Genug Lichtschalter vorhanden. Wie gesagt, WLAN funktioniert einmal frei, Fernseher auch ausreichend. Wenn man abends mal ein bisschen Fernsehen gucken will, erste Programm, zweite Programm, Kabel 1 und Sat 1. Sind die 4 deutschen Sender, die man empfangen kann, und ich finde das schon völlig ausreichend. Ne? Zimmer sind sehr schön, keine Frage. Die Vorhänge sind wirklich schön dicht. Das heißt also, man kann hier auch vernünftig schlafen. Hat sowieso. Das war natürlich clever. Und dann eben der Ausgang hier auf der Terrasse. Ist ja hier unterteilt, ne? Das sind ja 4 kleine Pools und der große Infinity Pool, wo man jetzt nicht komplett rumschwimmen kann, aber jeder seinen Bereich hat und das ist auch völlig ausreichend und richtig schön gemacht. Wenn es mal gefüllt ist und wenn mal alles läuft und die komplett fertig sind, ist das eine schöne Sache, keine Frage. Essen zurzeit ist okay. Ich würde mal sagen, da ja, weniger Gäste hier sind, wird auch nicht so viel angeboten. Aber was die draus machen, ist lecker. Also da gibt es nichts. Getränke gibt es hier, natürlich Wein, dann Bier. Die haben Heinekenbier aus der Dose. Es gibt nur Dosenbier hier. Eigentlich ein bisschen schade. Umweltschutz sei Dank, ja, aber das ist oft in Ägypten so. Man sieht, hier wird noch gearbeitet. Und das ist eben noch nicht alles fertig, ne?
immer wieder Bauarbeiter, wird Rasen verlegt, wird gehakt, die Zimmer werden endgültig fertiggestellt. Ich sage, hier ist noch keiner. Hier vorne in den Zimmern auch nicht, die mit dem Meerblick. Mit den Private Pools davor. Sehr schön gemacht. Nur Januar, Februar wird es ein bisschen windig hier vorne. Weil da hinten ist ja dieser provisorische Zaun. Und da kann natürlich der Wind kommt aus der Richtung da hinten. Ja, dann wird es schon ein bisschen zügig und kalt hier. Da hinten die ganzen Cabanas, die man einfach so benutzen kann. Aber es fehlt auf jeden Fall so Windbrecher. Denn der Wind ist schon heftig. Gerade heute haben wir wirklich Stärke 7. Bestimmt, man, es ist schön warm, die Sonne scheint, aber der Wind nervt irgendwann. Aber es ist nun mal so hier in der Kuh. Da man hat gerade in den Sommer- oder in den Wintermonaten, wo wir uns jetzt befinden, dass es nochmal sehr windig ist. So, hier haben wir eine Bar, und zwar die ist ausschließlich nur für die Erwachsenen. Und jetzt geradeaus zeige ich euch eben, da wird morgens gefrühstückt, da gibt es Mittagssnacks, was zu essen und natürlich abends das Essen. Es gibt 3 à la carte Restaurants hier. Das Griechische, was man einen Tag vorher kostenfrei reservieren kann, also da zahlt man nichts drauf, ist bei den Village-Leuten oder bei den Village-Buchungen ist das inklusive und die vom anderen Bereich, vom Beach-Bereich eben, dürfen nur einmal die Woche kostenfrei in Asien Bereich im à la carte Restaurant eben mal essen. So, hier ist die Bar. Hier ist auch abends Animation. Ist wirklich schön hier. Endlich mal eine Bar direkt am Meer. Jo. So, jetzt gehe ich mit euch mal zum Strand. Und ihr seht, Auslastung. Am Pool war nur meine Frau, hier ein Pärchen mit 2 Kindern. Dann glaube ich insgesamt noch 3 oder 4 Pärchen und das war's. Mehr sind zurzeit hier nicht. Alle Menschen, die hier rumlaufen, sind teilweise entweder Arbeiter, Angestellte vom Hotel. Hier seht ihr noch die Strandbar. Die sind auch sehr nett. Vor allem, ihr habt den Service auch am Strand. Ne? Wenn ihr wollt, braucht ihr euch gar nicht bewegen. Außer Toilette gehen, dann müsst ihr von alleine. Auch wirklich sehr nett hier. Ja, dann gehen wir mal jetzt runter, weiter. Denn zum Strand habe ich auch noch was zu sagen. In der Beschreibung steht flach abfallender Sandstrand. Nee, das stimmt nicht. Punkt 1 Schnorcheln kann man vergessen. Bis zur Kante des Riffs kommt er gar nicht hin. Und eigentlich der Strandbereich hier vorne besteht nur aus Steinen. Also Schuhe auf jeden Fall mitnehmen. Aber zum wirklichen Schwimmen ist das nicht geeignet. Ja, meine Lieben, das war's eigentlich. Ich würde mal sagen, Daumen hoch, abonniert. Der nächste Urlaub kommt bestimmt. Bis dann, tschüss.